Bonsoir, Mutatus! Seid alle herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ark Aberration. Die Dinos stehen in Reihe und Glied und Deko ist, glaube ich, gerade dort oben und hat die Seilrutsche wiedergefunden. Er ist zurück aus der Kristallexpedition. Ach hier, wow, ist das steil. What the heck? Ja, das ist richtig, aber komme ich da jetzt wieder hoch? Das, ey, wenn das geht, wäre das schon... Warte, ja, doch, eben gerade hatte ich das Ding hier. Spielt sie Sets auf? Nein. Fuck, zu spät gesehen. So hoch? Ja. LOL! Wer sind diese Physics? Digga, richtiger Klettertyp, Alter. Richtiger Klettertyp. Scheiße. Oh, Rookie hat Kacka gemacht. Jeden Fall. Hab ich hier noch was drin, was ich mitnehmen will? Nope. So, ich habe uns jetzt auf jeden Fall 33 Kristalle oder so mitgebracht. Ja. Jetzt war nicht so viel, wie ich erhofft hatte, aber immerhin. Wir müssen unbedingt hier nochmal weiter aufräumen. Die Werkbank ist ein einziger Chaos. Können wir da irgendwas raushauen? Ah, nee, eigentlich passt das schon irgendwie. Obwohl, nee, da muss man ein bisschen... Verfolgt dich irgendwas? So. Santa folgt dir noch. Vielleicht kann ich da einmal ganz der kurz aufräumen. Das können wir mal rausnehmen. Ja, hier, meine Pumpgun kann ich mal wegräumen. 3 Schuss Munition, die ich noch habe. So, kann ich jetzt, hier stelle ich bestimmt den Fabricator her, wa? Struktur, Herstellung, Fabricator. Okay, ich brauche noch 50 Zündpulver, dann haben wir alles. Kannst du ihn abholen? Im rechten. Oder kann ich reinlegen? Oh, machst du schon? Okay. 34 Zündpulver. Achso, ich habe alles in Dings verballert, ne? Ah! Ah! In Gunpowder. Hatten wir noch was? Gib mir das Eckend. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Feuerstein. Oh fuck, hier ist ein Ravager! Hier ist ein Ravager! Bin direkt in 2 Ravager reingelaufen. What the fuck? Ich hoffe, ich hau ab. Ich bin weg. Ich muss da nur hochkommen. Ich muss da hochkommen. Nein, fuck. Kannst du kurz nach unten kommen mit einem Megalosaurus? Ja, ich bin gerade dabei. Ich laufe im Kreis, ihr kriegt mich nicht. Okay, I'm on my way. Ba 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 da ba bi bu 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 bu. Wer seid ihr? Zu spät abgesteigt. Abgesteigt? Oh fuck, jetzt blutig. Schnapp dir ein! Hallo! Nimm ihn in den Mund! Yeah! Wer seid ihr? Jo, der eine war Level 92, glaube ich, ne? What? Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da gerade korrekt ist. Gesehen habe. Ich glaube, der war Level 92. Das wäre crazy. Wäre ein crazy Motherfucker gewesen. Crazy Motherfucker. Wir haben 2... Oh, Alter. Alter, ich habe auch 1000 HP verloren. Was? Könnte fast sein, dass das nicht richtig ist, weil das... ich habe noch vom Fall runtergesprungen. Achso. Aber auch Damage bekommen. Ja, leider kann ich keinen. Weil ich könnte eben versuchen, Feuerstein abzubauen. Feuerstein ist nicht so. Ja, das brauchen wir ja gerade. Ich hole gerade auch ein bisschen Feuerstein. Feuerstein! Wir haben Feuerstein. 53, 55, 60, 70 Feuerstein. Das sollte eigentlich schon fast reichen. Das sollte schon reichen. Hauptsache, du bist losgegangen zu Feuerstein sammeln und ich habe jetzt schon 170, 180, 200. Aber dafür hast du richtige Steine angepümmelt. Ich habe hier schon wieder, ich glaube, 400 Metall in der Zeit aufgesammelt. Hier waren keine anderen Steine leider. So, ich habe jetzt auf jeden Fall... Oh, wieder ein Level Up. Und wieder ein Level Up. Wir nähern uns noch einmal in HP-Leveln beim Megalosaurus. Da haben wir 4k HP. Booyaka! Das ist nice. Booyaka. The Jungle is Muscle. Auf jeden Fall habe ich jetzt richtig ordentlich Feuerstein dabei. Da kann sich jetzt keiner beschweren und sagen, hat er nicht. Weil, hat er doch. Zack. Ha! Wieder ordentlich Kacke gemacht, zweimal! Da können wir wieder was im Gewicht reinstecken. Kleiner Kothaufen. Ich hab direkt neben einen anderen Kothaufen gekackt.
So, hier geht's hoch. Weil kann ich, hab ich zum Pulver gar nicht gelernt oder was? So. Dann kann ich das gleich für dich lernen oder für dich herstellen. Ja, ne, ich mach schon. So, da haben wir wieder ein paar Sachen. Der Maxi hat auch übrigens schon 7 Level. Oh, sehr schön. Weil man schon mal Kaka findet und dann Mistkäfer. Fuck, überladen. Shitty Walk! Aber, ey, dass man immer, wenn ich will, immer eine Kacke aufheben und steig immer auf den Dino auf. Gebt mir ungefähr 90% der Fälle. Oh. Max, mein Lieber! Oh, da höre ich schon direkt wieder irgendwelche Fick Nameless. Hallo! Die müssen wirklich durchgehend durchbrennen hier. Das ganze schöne Metall. Metall! Das hauen wir so, raus. So, jetzt, achso, und erstmal. Oh, hä? Achso. Ich sag gerade, warum ist mein Young Sheldon da auf dem Boden? Aber ich sag nicht, kein Platz mehr, wir brauchen wieder Schränke. Krass, ja, wir brauchen nicht wieder Schränke. Gemerkt. Wow, wir brauchen auf jeden Fall Schränke. Genug, Alter. Zum Beispiel diese scheiß Dach, die wir dann brauchen. Brauchen wir auch nicht? Hier, Metall, zwei Metall brauchen wir auch nicht. Die Kohle, was ist mit der ganzen Kohle hier? Die brauchen wir jetzt noch nicht, aber brauchen wir noch. Irgendwann. Für Gunpowder. So, Fabricator wird hergestellt. Super! Alter, wir haben so todesviel Metall, what the fuck? Ah, oh! Nice, Zinnpulver stellst du her, dann kann ich danach direkt. So, die Frage ist jetzt, das herstellen? In welche Richtung will ich die Ebene, das Geschoss hier oben vielleicht noch ausbauen? Sagen, ich stelle den hier hin. Also oben müssen auf jeden Fall auch ordentlich Schränke hin. Da brauchen wir so Chitin-Scheiß und so. Oh, da kann ich da ja erstmal ein bisschen Chitin reinhauen. So, Polymer rein, alles was wir brauchen da rein, Metall wahrscheinlich rein, Kristall rein. Kristall, Metall, Perlen. Ich muss jetzt auf jeden Fall direkt den Kühlschrank bauen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir dort Polymer reinhauen können in den Kühlschrank. Ich? Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Sonstiges? Nein. Strukturen. Elektrisch. Alter, den Kühlschrank müssen wir noch mit dem Generator erst verbinden, bis er läuft, oder? Ja. Alter, muss ich jetzt zuerst einen Generator bauen eigentlich. Sieh. Ich brauche 10 Electronics. Electronics brauchen wir Siliziumperlen und Metall, oder? Verbundmaterial, Silizium, Perlen und Metall. Warum kann ich nicht herstellen? Achso, ich brauche Gasolina. Gasolina habe ich auch mitgebracht. Okay. Ist aber unten. Ich habe jetzt gerade nur Metall dabei. Pumptele-Gasolina, Pumptele-Gasolina. Wo ist das unten? Gute Frage. Ah, hier haben wir es schon. In der Werkbank warst, dann schalte ich den Generator mal an. So, einschalten. Dann kannst du jetzt fröhlich was herstellen. So. Ich kann nicht mehr herstellen, Alter. Please. Hä? Oh, wir brauchen Perlen. Bringen Sie Perlen, bitte. Ja, sofort. Selber. Ah! Nehmen Sie Perlen, Ravager, nehmen Sie Perlen! Ich, blockiert. 100 Perlen, 200 Perlen, Gold. So. Mehr Perlen aber nicht, oder was? Wir haben 3 Strukturen, elektrisch, Generator. Schwarze Perlen, die brauchen wir, glaube ich, hier nicht. Jetzt brauche ich, brauche Polymer, bitte. Polymer, jawohl, kommt sofort! Schneller!
Bei Thatcher. Bei Thatcher war das ja. Oh, die ersten Dinger sind schon kaputt. Schnell, schnell, schnell! Den Generator, soll ich den auch hier oben hinstellen oder soll ich den. Oh ja, hier oben ist noch draußen noch rein. Ja. Unten haben wir ja nichts elektrisches. Polymer ist da. Vielleicht, wenn wir hier jetzt die Schränke hinbauen, stelle ich den Generator mal hier hin, würde ich sagen. So, hier hin. Ach, der ist semi-gut gestellt. Feuerstein haben wir nicht mehr. Wieder Zündpulver! Wir brauchen mehr Gasolina. Achso, du hast keinen. Was? Haben wir? Was? Wir haben doch ordentlich. Ja, ordentlich ist auch anders, aber kann man. So, jetzt kann ich bauen den Kühlschrank. Strukturen, elektrisch, Kühlschrank. Ja. Kühlschrank habe ich jetzt. Jetzt brauche ich dann nur noch Verbindungskabel. Wer Flowers weg. Edelsteine brauchen wir bestimmt auch oben ordentlich, deswegen packe ich oben mal grüne Steine hin. Aber hier war auch ziemlich viel Kacke drin. Dann schmeiß ich mal ein bisschen was weg. Ja, ich verhungere schon wieder, was ist denn hier los, Mann? Ich habe gerade erst voll viel gegessen. So, kann man hier gemütlich durchgehen. Sehr schön. Verdurste, trinken. So, jetzt brauchen wir noch ein Verbindungskabel hier. Strukturen elektrisch. Regelstromkabel, Fleisch. Vertikale Stromkabel, Badestromkabel. Dann brauchen wir vielleicht auch. Machen gerade Stromkabel. Endlich Elektrizität! Ich will unbedingt auch ein bisschen Licht hier haben. Ich weiß, das macht die Nameless nicht weg, aber einfach um hier es heller zu haben. Ich war schon ganz fresh. Okay, brauchst du am Anfang diesen Ankerpunkt brauchst du noch, ne? Hä? Diese komische Steckdose. Was für? Wie heißt Steckdose? Nein, ja, aber sind diese. Ah doch, Steckdose heißt es. Echt? Ja. Steckdosen! Elektrisch. Brauche. Oh, Holz und Elektronik. Kannst du Holz hochbringen ein bisschen? Ja. Hey, ich hab schon wieder Hunger, was ist hier los? Gut. Materialien. Wie viel brauchst du denn? 15, glaube ich. Schmeiß dich rein. CCC, so, der Steckdose, der kommt. Steckdose brauchen wir nur für den Generator, oder? Ich glaube, es muss in beide immer rein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Du brauchst so ein Output und einen Input. Wir brauchen davon eh noch mehr. Also, wenn du zwei herstellen kannst, stell zwei her. Ja, habe ich hergestellt. So. Und dann bringe ich dir noch mal ein bisschen Holz nach oben, dass du da vielleicht auch schon ein paar Schränke stellen kannst. So. Er sagt mir, ich habe hier am Generator keinen Einrastpunkt. Deckdose kann nicht gesetzt werden, kein Einrastpunkt. Dann mach mal nur bei dem Kühlschrank. Wieder im Kühlschrank. Also da muss es gehen. Generator auch nicht. Warte, ich schau mal eben, wie die Steckdose ausschaut. Direkt. Doch, das ist die. Eine Steckdose für Laser und Netzwerk. Okay, warte, ich geb dir mal dir. Versuch mal. Ja. Schauen wir mal. Hallo? Oder muss da erst ein Kabel dran? Ich glaube, oder kannst du da schon ein Kabel dranhauen? Weiß ja nicht. Die Kabel sehe ich ja nicht, weil die ja im Boden drin sind. Versuch mal irgendwo was dran zu pappen. Ich mach dann die Steckdose dran. Versuch, wenn so möglich, dann so nach hier, wenn überhaupt geht. Wenn was verschwindet, siehst du dann ja, ob es funktioniert hat. Ja, ist gebaut. Okay. Ha! Ja, Science, bitch! Science! Ah, die Steckdose kriegt irgendwie automatisch Strom vom Generator. Ja, höchstwahrscheinlich. Muss man gar nicht verbinden. Sehr krass. Sieht zwar jetzt nicht ganz so geil aus in der Ecke, aber. Ja, man hätte jetzt die Steckdose gleich nach hinten packen ja. Können. Ne? Aber gut, ne? Woher soll man wissen? Kannst du hier noch ein. Obwohl, nee, kannst du hier, wo ich hier runterfallen würde, noch ein Ceiling bauen und dann können wir da ganz viele Schränke hinbauen. Ja, ich hätte die Strecke können wir auch hier hinbauen, oder? Da können wir auch da hinbauen. So, dann schmeißt du noch ein paar Sachen nach oben. Du brauchst Fiber und Thatch noch dafür, oder?
Für Schränke jetzt. Mhm. Die kann ich auch unten bauen eigentlich. Die kann ich auch unten bauen. Muss ich ganz schön erstmal hochschleppen. Mach schon mal. Hau ich hier oben trotzdem mal was rein, damit wir hier immer genug haben von allem Schiso. Brauche so. Fasern, Holz, Stroh. Hallo Max! Oh, da kommt wieder Nameless. Ihr werdet rasiert! Bam! Alter, aber der Chip ist auch ganz schön laut, ne? Der ist richtig laut, ja. Aber man kann, ich glaube, die Einstellung kann man noch machen, dass man den Kacke irgendwie leiser macht. Bam. Was kann man einstellen, dass was leiser ist? Vielleicht der Kühlschrank leiser ist, oder? Geht das vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Alter. Wie ist das im Moment? Und Charles, geht also das irgendwie? Der Kühlschrank ist gar nicht das Laute, der Generator ist, glaube ich, das Laute. Oder ist es der Fabricator? Der Fabricator ist das. Alter, ist nur der Fabricator gewesen. What the fuck, ey. Okay, 4 Schränke habe ich jetzt. Nice, oh, endlich. Alles rein hier. Ach, Digga, diese scheiß Erdbeben, ne? Das nervt schon wieder so beim Bauen. Ey. Immer wenn du bauen willst, dann kommt das. Ah, hör mal auf zu stressen, du Lappenkind, ey. Okay. Oh, grüne Steine. Obsidian. Oh, blaue Steine. Nice. Digga, hör nicht auf mit der Kacke. Dass die scheiß Dinger auch immer so lange dauern, ne? Auch wieder. Also um Steine zusammen ist das eben ganz cool, ne? Aber sonst nervt es. Ey, das ist einfach komplett die ganze im Kreis laufen. Du musst so lange, bis der Scheiß fertig vorbei ist, damit ich bauen kann. Ja, du kannst auch aufsammeln hier, die ganzen Steine, die hier liegen. Sammeln, sammeln! Loot King! Okay, wir haben eigentlich ordentlich was gesammelt. Ah, okay, ordentlich ist was anderes. So. Rein. So. Titin nehmen wir da mal überall ein bisschen raus. Auf jeden Fall brauchen wir so einen Pümmelschrank, wo wir alles Mögliche reinhauen können. Ah, das sind ja schon die ersten. Den ersten packe ich mal Chitin. Hoppla! Sehr schön. Nehmen wir Platz zum Durchgehen, falls wir da hinten noch ein bisschen was erweitern wollen. Sehr schön. Leder kommt auch rein. Ja, wir haben Strom, wir haben einen Kühlschrank. Wir haben. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch irgendwie hier eine Rampe einfach hochbauen auf die Etage. Oh, bin ich da. Wobei, hier geht's nicht. Lala! Man könnte hier noch eine Rampe hinbauen. Von hier aus oder hoch. So. Slow Motion Walk. Weil die Wendeltreppe hier sieht zwar relativ cool aus, aber ein bisschen nervig. Ja, geht aber. Geht. Gehen. Gibt Schlimmeres. Okay, sexy. So, Generator haben wir, Fabricator haben wir, Kühlschrank haben wir. Hast du jetzt eigentlich den Polymer-Shit da reingeräumt? Nee. Kannst ja mal schauen, ob das eine längere Haltbarkeit dann hat. Ja. Ich bin gespannt. Haltbarkeit ist jetzt 9 Minuten. Toll, kann man nicht mal reinpacken. Oh shit. Okay. Also, so viel dazu. Okay, was können wir was bauen, was wofür Polymer brauchen? Oh, da muss ich mal ganz kurz nachschauen. Auf jeden Fall die Assault Rifle, oder? Die braucht richtig viel Polymer, glaube ich. Oh, das wäre geil. Dann ist schon so eine coole grüne MG. 137 braucht man dafür und 114 Zement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Toll, wir haben 120. Was haben wir? Reicht 123 Polymer. Ah, shit, das wäre nämlich ziemlich geil jetzt. Wollen wir noch schnell einen Kakinos umbringen? War ja eigentlich relativ easy. Digga, schnell. Ich würde jetzt zu gerne jetzt eben googeln, wie viel HP ein Kakinos hat. Also wie gesagt, den einen habe ich easy weggeschnetzelt letzte Folge. Easy peasy. Ja, vielleicht war der schon übertrieben angehittet vom Fighten irgendwas. Digga, du gönnst mir gar nichts. Ich sage einfach nur, dass es nicht meiner Erfahrung mit den Viechern entspricht, dass man die, dass die nur irgendwie 1000 HP haben. Oh, wir haben richtig schön viel Gunpowder. Nehmen wir mal alles mit. Okay, Gunpowder auch oben. Eigentlich hier rein. Ich würde gern
Kann ich die Muchachos um Erlaubnis fragen, ob ich Cheat Fly benutzen kann, um die Röhre zu bauen? Das kannst du machen, ja. Muchachos, wir würden gerne. Es ist nicht ganz legal, weil es ist natürlich gehackt, es ist ein Admin-Command, aber ich würde gerne, wenn ich die Wasserrohre baue, das Ganze mit Admin-Cheat Fly machen, dass ich hier in Luft gehen kann. Allerdings will dadurch vermutlich ein Großteil des Ausrastens wegfallen. Denn das hättest du nicht sagen dürfen. Ich will immer, ja, ich weiß, es ist kontraproduktiv für mein Anliegen, aber ich will ja ehrlich sein. Aber, also ansonsten wird es doch, glaube ich, ziemlich schwierig. Wobei, ich habe eine Leiter, ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Nee, Gott, keinen Plan. Ich würde es gerne versuchen damit. Ich kann einfach mal fragen, vielleicht sagen die Muchachos, ja, ist in Ordnung. Macht das. Wenn nicht, dann muss ich sowas probieren. Ride! Okay, das sieht doch alles schon mal ganz sexy aus. Wasser holen? Ja, aber Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Eigentlich ist ja jetzt quasi. Jetzt will ich einen High-Level-Spino sehen. Jetzt haben wir uns erstmal wieder um die Base gekümmert. Jetzt ist es wieder soweit. High-Level-Spino-Chain, dafür müssen wir raus. Dazu müssen wir raus, ja. Und wir brauchen Narkotik-Pfeile. Habe ich doch alles, habe ich. Also Narkotik sollte gar kein Problem sein. Können wir nicht eigentlich auch mit einer Waffe das machen? Kann ich nicht mit dem Gewehr? Ach stimmt! Oh ja, das ist eine super geile Idee. Ja. Oh fuck, das wollte ich nicht. Puh. Wir brauchen diese Darts. Die Darts sind doch viel geiler. Diese Narkotik Darts. Ja, genau. Leider... Aber ich weiß halt nicht, wie teuer der Scheiß ist. Ich weiß das gerade auch nicht, weil ich das wahrscheinlich schon gelernt habe. Ich muss mal schauen bei Munition. Guck mal, also ja. Ab 100 will ich eigentlich. Also, einfache Gewehrmunition, zwei Metallbahnen und Narkosemittel 3. Würde eigentlich gehen, oder? Und Gewehrmunition braucht man 12 Schießpulver und zwei Metallbahnen. Ja, machen wir. Gar kein Ding, machen wir sofort. Das wird so für viel schneller gehen dadurch. Für Level 100 Spino brauchen wir 10 Hammelfleisch. Easy. Wir brauchen und, dann natürlich noch der wäre nach dem Zähmen wäre der Level 100 Spino, wäre danach Level 149. Huh! Würde ich sagen, auch gar nicht schlecht. Ja. Ich würde nur gerne mal gucken, was ist das erfolgreichste? Warte mal, der Skorpion. Oh. Der Beelzebufo. Oh, es wird dunkel. Narkotik. Schnell wieder wechseln. Patricia, mein Herz ist es nur gibt, bei dir. Es gibt Shocking Tranquilizer Darts. Was? Die kenne ich gar nicht. Such mal danach. Shocking? Okay, die heißen dann wahrscheinlich irgendwie anders. Ich muss mal kurz nachschauen. Ich bin jetzt ja doch schon Level weiter. Es gibt einen Betäubungsspeer. Ein massiver Bolz mit betäubender Spitze kann unter Wasser von einer Harpunschleuder verschossen werden. Achso, ja, davon bräuchte man 20 Schuss, um ihn zu tamen, ohnmächtig zu kriegen. Davon mal, 20? Wie heißen denn diese Darts? Die heißen Tranquilizer Darts, also auf Englisch. Ja, aber auf Deutsch? Auf Deutsch heißen sie Waffen, Munition, da heißen sie Betäubungspfeil. Ganz einfach. Pfeil, also müsste es eigentlich. Ja, such mal nach Betäubungspfeil bei Herstellen. Ja, also ich stell die gerade schon her, ich habe schon 20 hergestellt. Ja, aber es gibt ja noch. Es gibt halt nicht nur diese Betäubungspfeile, sondern es gibt noch diese. Okay, warte mal. Ja, okay, gibt's doch nicht. Pfeil, ich such Pfeil. Nee, gibt's doch nicht. Also hier gibt es die zwar bei Dodex. Nee, ich glaube, die kommen noch. Ab Level 90 sieht sowas ähnlich aus und 96. Achso, bei 96 ist das, ja. 96 ist das. Alter, crazy. Weil davon bräuchte man nur 14 Stück. Okay, da müssen wir auch erstmal hinkommen, ne? Die zu craften. Oder wir bräuchten 560 Schläge mit einer Keule. Das machen wir! Okay, Deko, ich habe jetzt knapp 40 Tranquilizer Darts hergestellt. Ja, reicht das? Wir brauchen 27. Aber hast du die Waffe hier? Ich weiß, dass wir eine Waffe in der alten Base haben. Nee, die müssen wir nochmal herstellen. Die müssen wir natürlich nochmal herstellen. Alter, das Narkosemittel ging aber dadurch richtig Nacko weg. Ich glaube, wir hatten hier aber noch was drin. Ja, hier haben wir auch nochmal 100. Sehr schön. Brauchen wir auch ein Special Gewehr? Also wir haben,
wir haben in der alten Base im Schrank ist noch eine Waffe. Das ja, wenn dann machen wir schnell eine neue hier. Schusswaffe brauchen wir dafür. Können wir easy herstellen. Brauchen nur aber ein paar wir müssen doch sowieso dahin in die Richtung. Da sind noch die ganzen Spinos. Aber ab das nur eine. Wir brauchen ja zwei, oder? Ja, deswegen stell eine her und dann haben wir noch eine. Okay. Brauchen wir zumindest nicht die Ressourcen für zwei zu verwasten. Okay, Schusswaffe. Soll ich die Seilrutsche mitnehmen? Vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Dann könnten wir irgendwo noch hoch. Okay, ein neues Vorhaben. Wenn wir mit den Ravagern losgehen zumindest. Schmutschatschus, jetzt ist das hier Achterbahn. Wir brauchen einen richtig, oder wir wollen einen richtig high-leveligen Spino-Tame. Wie gesagt, so ab 100 stelle ich mir das vor. Wird natürlich schwierig, den zu finden, ne? Oh ja, das wird echt schwierig. Okay, ich habe aber alles jetzt dabei. Du hast wahrscheinlich die Betäubungsdarts auch schon dabei. Ja, ich habe 30 dabei. Ich habe 22 dabei. Das sollte ja eigentlich... Ich mache nochmal ein paar. Sicherheitshalber, ne? Man kann da ja immer... Wie gesagt, Level 100 soll 27 brauchen. Okay. Laut diesen Berechnungs. Alter, was ist das? Hat da jemand gerülpst oder war das ein Nameless? Vielleicht warst du das. Oder ich war das. Marvin hat gerülpst. Oh, so, jawohl. Nein, die nehme ich mit. Das kann hier. Okay, brutzelt das noch mal. Können wir nicht mal so ein bisschen Werkzeuge wegschmeißen? Wir haben hier 200% Spitzhacken noch drin. Können die in Müll? Nein, wir packen die in die andere Base. Da, wenn wir eh da vorbeicruisen, ist das super. Wollen wir Pumpguns mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir die nicht. Okay. So, ich habe noch 200 Gasolina fast. Oder wie viel waren das? Ne, 115. Aber auch schon mal was. Das brennt hier alles durch. Das hat noch genug Holz. Ja, das geht noch. Ja, aber eigentlich können wir den Generator ausstellen. Ne? Der Kühlschrank wird ja gerade nicht benötigt. Gerade nicht. Nee, das stimmt. Okay. Schauen wir mal. Genug Fleisch. Ich habe null Fleisch dabei. Das ist echt Schwanz. Oh, ich habe 19. Gemacht. Schmeißen wir noch mal hier kurz was rein. Okay, Werkzeug auf jeden Fall mitnehmen. Packen wir in die andere Base. Dort hatte ich das letzte Mal das Problem, dass nichts mehr da war. Dann haben wir dort auf jeden Fall so eine kleine Stelle, wo wir uns dann wieder neu aufbauen können, falls alles kaputt geht. Nehmen wir mit. Die können wir natürlich noch mal vorher reparieren. Was? Eine Armbrust? Soll ich da noch eine Armbrust mitnehmen für? Ja, warum nicht? Nehmen wir alles mit. Pike wäre auch noch ein. Eine Spitzhacke mit. Alles, was wir hier nicht brauchen, kann eigentlich rüber. Habe ich. Okay. Ich habe mehrere Spitzhacken. Ich könnte mein Schild noch wieder mitnehmen. Wobei, dann wäre ich, glaube ich, jetzt wieder ziemlich overweighted. 108. Okay. Gut, hast du das Schild noch dabei eigentlich? Das Schild habe ich dabei, ja. Soll ich das wegschmeißen? Wie schwer ist das eigentlich? Nee, weil das wiegt ja 45. 45? Deswegen bin ich die ganze Zeit overweight. Okay, dann hau ich das weg. Ja. Das brauche ich jetzt nicht. Ich pack das mal hier in die Werkbank rein. Okay, dann go. Warte mal, Fertilizer, haben wir wieder Fertilizer bekommen? Oh, habe Kaka? Habe Kaka, Deko? Warte, habe Kaka, haber. Haber Kaka. Okay, nee. Und haber Kaka, wunderbar, wir haben Dreimal Kaka. Und hier kommen schon wieder die scheißen. Ja. Ihr seid so hässlich. Oder war Level 111 Game ist dabei? Wow. Wow. Hallo, ich wollte doch nur einen Kackerhaufen haben. Hallo, kann ich hier bitte durch? Hallo, bitte, Sir? Dankeschön. So, Kackerhaufen habe ich. Holzkohle brauche ich hier. Drei Stück. Jage ich da nochmal kurz was durch. Das haben wir drei rum. Kackerhaufen, jetzt bist du wieder overweighted, Kollege. Ach, einer ist zu viel sogar. Guck mal, leg auf den Boden hier für dich. Fühlst dich ein bisschen auf. Kann er naschen, genau. Kackerhaufen ist weg. Hat er den aufgefressen? Ich habe gerade einen Kackerhaufen gedroppt, der ist unten. So, 200 Schießpulver wird nochmal hergestellt. Ja. Saubere Leistung. Können wir dann los jetzt? Wir können los, jawohl. Nehmen wir die Ravager mit? In Ravager. Würde ich sagen, ja. Die sind zwar scheißen schwach. Oh, die hat noch hier vergammeltes Fleisch. Ich muss mal sehen, ich habe kein normales Fleisch dabei für den Ravager. Ich mal gucken, ob irgendwer was. Ah, ja. Ich will nochmal ganz kurz gucken, ob mein Bulbdog vielleicht gerade verhungert. Mr. Der Großmaul? Warte. Ne, das ist Megalosaurus. Hat ein Blueprint für eine 120% Axt. Oh, was? Nice! Bergsee, direkt reinräumen! Hallo! Rookie muss was essen, sonst verhungert er hier echt. So, okay, ist wieder voll.
Gesundheit. Apropos, ihr müsst vielleicht auch mal, ich muss verdursten, schon wieder. Auch mal eben hier ein bisschen von den Pilzen ernten, um meinen Feinhorn mal wieder zu füttern. Max, geht's noch gut? Ich habe leider keine Bären dabei. Fressen die auch Pilze? Ich glaube nicht. Das wir haben wieder zwei Level-Ups. Das geht hier rein und in Leuchtradius. Die überleben schon, die überleben schon. Und, oh, Alter, der hat doch so viel Pilze dabei. So, wir verlassen unser Haus. Und ab geht's auf Spinojagd. Ausdauer. Okay. So, ich verhungere gerade. Okay, dann soll ich vielleicht auch nochmal schnell was essen. Ich habe übrigens überlegt, wenn wir mit Sea of Thieves anfangen, nennen wir unser Schiff die Black Seagull. Oh, das hört sich gar nicht so schlecht an. Man könnte auch überlegen, ob es vielleicht Englisch komplett wird Black Goat, aber irgendwie so angelehnt an die Black Pearl. Ja, hört sich gut an. Oh, wir können ja hier hochklettern, müssen ja gar nicht ausmachen. Ja, deswegen ja. Also, auf geht's! Ein High-End... Oh, kommen wir überhaupt durch? Ja. Ein High-End-Spino 10. Und mit diesem Spino wollen wir dann ja auch in die Rockbreak-Höhle. Mutter Arschus, halbe Stunde so, seid euch gemeinert. Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.